Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu dieser Reihe 100 Jahre Anthroposophie. Und das ist ja wie ein großer Zeitteppich, wo jeder hier, der den Vortrag hält, individuell seinen Eindruck, seinen Beitrag geben wird. Es sind hier verschiedene Institutionen vertreten, aber jeder, der diese Institution vertritt, vertritt sie vollkommen individuell und ganz eigen. Und ich freue mich, den Xander Kusenjörg hier begrüßen zu können. Und er hält jetzt seinen Vortrag. Wer hat Angst vor Anthroposophen? Wir alle. Ja, gut. Ich möchte eine kleine Enquete, eine kleine Fragestellung vorwegnehmen. Nämlich, ich habe drei Fragen an euch aus Publikum. Die erste Frage ist, würden Sie sich zu den Gruppen rechnen, die sagt, ich bin Anthroposoph? Dann wenn Frage 1 kommt, dann machen Sie eine Hand bitte nach oben. Die zweite Frage, ich habe wohl etwas Ahnung von Anthroposophie, aber würde mich nicht als Anthroposoph schimpfen. Das wäre die zweite Frage. Dann, wenn ich die Stelle gleich, dann bitte dann die Hand hochheben. Und die dritte Frage, ich habe noch gar keine Ahnung von der Sache, aber ich bin ganz gespannt, was hier so geliefert wird heute Abend. Dann müssen Sie bei der dritten Frage die Hand heben. Ja? Also das war jetzt die Vorprobe, jetzt kommt die eigentliche Darstellung. Wer würde sich hier im Saal Anthroposoph, wer würde sagen, ich bin Anthroposoph? Okay, das ist doch gut die Hälfte. Wer würde sagen, ich habe mit Anthroposophie schon was zu tun, aber ich würde mich nicht Anthroposoph nennen? Okay. Und wer hat noch gar keine Ahnung von der Sache, ist ganz neu da drin? Ja, der Lothar. Gut. Ja, gut. Ja, das ist eine Diskussion. Können wir. Nachher haben wir Gesprächszeit, dann können wir darüber reden. Gut, dann, wenn Sie sich auch noch setzen, dann haben wir einen Stuhl. Also hier vorne noch, hier vorne. Oh ja, da ist auch noch ein Stuhl frei. Gut, wunderbar. Dann kommt jetzt der offizielle Anfang. Ja, ich fange an mit einem Spruch. Wenn Sie den Spruch noch nicht gleich verstehen, ist kein Problem, ist noch kein Minuspunkt. Dann hoffe ich, dass Sie am Schluss, dann werde ich Ihnen nochmal sprechen, diesen Spruch etwas besser verstehen als am Anfang. Wir Menschen der Gegenwart brauchen das rechte Gehör für des Geistes Morgenruf, den Morgenruf des Michael. Geist Erkenntnis will der Seele erschließen, dies wahre Morgenruf hören. Was ist Anthroposophie nach 100 Jahren? Also wir haben jetzt eine Zeit von 1917 bis 2017. Dieses Wort Anthroposophie ist heute eigentlich kaum noch zu sehen ohne Rudolf Steiner. Heute ist Anthroposophie und Rudolf Steiner fast eine Einheit. Wir werden gleich sehen, dass das nicht immer so war. Aber heute ist dieser Name mit der Anthroposophie eigentlich ganz intensiv verbunden. Und wer war dieser Rudolf Steiner? Er ist 1861 am 27. Februar geboren in Kraljevec in der damalig ungarisch-österreichischen Monarchie. Kurz vor Mitternacht in einem Bahnhofshäuschen und sein Vater war Bahnhofswärter. Und der Rudolf Steiner, der kleine Junge, war eigentlich umgeben von der damaligen modernsten Technik. Es wäre für uns heute wahrscheinlich schon ganz antiquarisch, aber damals modernste Technik. Und er war sehr, sehr offen für diese Technik. Und da sein Vater natürlich Ahnung von der Sache hatte, hatte er sehr viel Gelegenheit, ihm viel zu erzählen. Er wurde zum Teil auch von seinem Vater unterrichtet. Also da war viel Gelegenheit, diese Technik intensiv kennenzulernen. Andererseits, und das wird in unserer Geschichte immer mehr eine Rolle spielen auch, war er auch hellsichtig. Er hatte zum Beispiel
plötzlich eine Frau gesehen, das war seine Tante, die auf ihm zustürmte, ganz eigentlich verzweifelt. Und es stellte sich heraus, nachher, der Bericht kam natürlich später, dass diese Tante, Mutter von seiner, Schwester von seiner Mutter, dass die sich umgebracht hatte. Und nachher wurde das sozusagen erst klar, aber er hatte das schon vorher geschaut. Seine Hellsichtigkeit spielte insofern keine Rolle, es wurde gar nicht ernst genommen und er sprach auch nicht darüber. Also er entwickelte sich weiter in diese sehr technische Bahnhofwelt, machte sein Abitur und fing an zu studieren an der Technischen Hochschule in Wien. Seine Fächer waren Mathematik, Physik, Botanik, Zoologie und Chemie, also sehr exakte Fächer. Und während seinem Studium hat er auch andere Fächer besucht. Er hat sich auch mit Literatur beschäftigt, mit Geschichte beschäftigt. Und einige Jahre später, er ist inzwischen 30 Jahre alt geworden, die Zeit geht schnell vorbei in unserer Geschichte, am 26. Oktober 1891 promoviert er, wird also Doktor in verschiedene Fächer an der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. In den Fächern Philosophie, Mathematik und analytischer Mechanik. Also wir sehen schon eine kleine Verschiebung aus dieses ganz Technische in die Philosophie herein. Und er wird auch seine Doktorarbeit, schreibt er über ein philosophisches Thema, Wahrheit und Wissenschaft. Beschäftigt sich nachher intensiv mit verschiedenen Philosophen, unter anderem mit Friedrich Nietzsche, worüber er auch ein Buch schreibt. Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit. Er arbeitet als Schriftsteller, als Lehrer, unter anderem in einer Arbeiterfortbildungsschule, wo die Arbeiter kamen, um alle möglichen Sachen zu lernen, eine Art Hochschule, und hat auch Privatunterricht gegeben und hat mit seiner schriftstellerischen Arbeit, so wie er selber schreibt, jedes Brotstückchen zusammengekrabbelt. Das war nicht einfach für ihn zu überleben in dieser Zeit. Er hat eigentlich sehr hart arbeiten müssen an ganz verschiedenen Stellen, um überhaupt leben zu können. Dann kommt ein großer Einschlag in 1900. Und wohl, er wird gebeten, in einem neuen Kreis, den er bis dahin noch nicht kannte, einen Vortrag zu halten. Das war der Theosophische Kreis in Berlin. Inzwischen wohnt er in Berlin. Und wird da dann am 22. September über Friedrich Nietzsche einen Vortrag halten. Er begegnet da neue Menschen und bemerkt auch, dass diese neuen Menschen, diese anderen Menschen, andere Interessen haben als diejenigen, die er bis jetzt kennenlernte. Das sind nämlich Menschen, die sich erstens sehr für Kultur interessieren und andererseits auch für spirituelle Themen und vor allem auch für Esoterik. Also Esoterik ist eigentlich das, sagen wir, verborgene Innere der Welt, das sich zwar auch ständig ausdrückt in unsere Sinneswelt, aber was sozusagen hinter den Dingen tätig ist, wesenhaft tätig ist. Und jetzt wird er sehr gut empfangen und gleich gefragt, können Sie nächste Woche nicht nochmal kommen? Ja, er hatte zufällig noch Zeit, scheint, weil eine Woche später, 29. September, hält er wiederum in dieser Bibliothek der Theosophen einen Vortrag, jetzt mit ein anderes Thema, Goethes geheime Offenbarung. Und da kommt er zu sprechen auf Goethes Märchen. Und dieses Märchen, das ist eigentlich ein von Goethe entwickeltes Märchen. Es ist relativ groß, umfangreich. Und Rudolf Steiner erzählt dann später darüber, dass Goethe diese Bilder unmittelbar aus der Geistwelt empfangen hat. Und dass darin eigentlich der Entwicklung der Menschen, eine innere Entwicklung, sichtbar gemacht wird. Oder man könnte auch sagen, die Entwicklung der Menschheit. Beides spiegelt sich in dieses Märchen. Und nächstens, am 23. Juni dieses Jahres, werden wir das Märchen hier auch erzählen. Dann können Sie das sich auch anhören. Und dann erzählt er anhand von diesem Vortrag, oder schreibt, deswegen haben wir da auch ein Zitat: In diesem Vortrag wurde ich in Anknüpfung an das Märchen ganz esoterisch. Es war ein wichtiges Erlebnis für mich, in Worte, die aus der Geistwelt heraus geprägt waren, sprechen zu können.
Also jetzt kommt sozusagen was ganz Neues in dieses Leben herein. Das, was er bis jetzt zwar in sich gepflegt hat, aber mehr oder weniger verborgen, kommt jetzt an die Außenwelt, nämlich das, was mehr mit seiner Hellsichtigkeit zusammenhängt, mit seiner esoterischen Veranlagung zusammenhängt. Und er kommt immer mehr in diesen Kreis hinein. Und diese Theosophen sind gerade in der Zeit beschäftigt, eine Sektion aufzubauen, deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Und sie bitten Rudolf Steiner, da Generalsekretär zu werden, also sagen wir mal, einen ganz zentralen Posten einzunehmen. Und er sagt ja und wird jetzt in seine Vorträge auch ganz anders. Der ganze Art der Vorträge verändert. Jetzt kommt er vielmehr auf diese verborgene Seite des Lebens zu sprechen. Es gibt da natürlich auch Streitigkeiten in dieser theosophischen Gesellschaft, wie überall, wo Menschen zusammenarbeiten. Das werden wir gleich sehen, dass es sich dann weiterentwickelt. Also jetzt ist er Theosoph. Immer noch nicht ist das Wort Anthroposophie aufgetaucht. Das spielt bis dahin eigentlich auch keine Rolle. Das Anthroposophie, das Wort, kommt übrigens gar nicht von Rudolf Steiner. Das ist erst geprägt von einem Herrn Troxler, ein Schweizer Philosoph, lebte 1718 bis 1866. Und der hat aber mit dieses Wort Anthroposophie schon etwas verbunden, was mit Entwicklung zusammenhängt. Also er beschreibt schon, dass das Wort Anthroposophie, das müsste eigentlich möglich sein, aus dem menschlichen Denken heraus auch bis in innere Welten, bis in spirituelle Welten hineinzudringen. Aber es bleibt bei einem Versuch. Und dieses Wort wird wieder aufgegriffen durch einen österreichischen Philosoph und Ästhetiker, Robert Zimmermann, der an der Wiener Universität Professor ist und in der gleichen Zeit als Steiner auch da arbeitet. Und es ist auch so gewesen, dass Steiner wohl Vorlesungen bei diesem Robert Zimmermann gehört hat. Und Robert Zimmermann schreibt in 1892 ein Werk mit dem Namen Anthroposophie im Umriss. Und da setzt er diese Anthroposophie in der Mitte, nämlich er sagt, es gibt Anthropologie und die hält sich in der damaligen Zeit, das wird heute sicher auch anders sein, in der damaligen Zeit sehr sklavisch an alle äußeren Wahrnehmungen, sammelt ganz viele Tatsachen und kommt darüber hin nicht hinaus. Das kritisiert der Robert Zimmermann. Und andererseits gibt es die Theosophie und die sind ganz spekulativ, das ist eigentlich gar keine Wissenschaft. Also die fliegen sozusagen übers Ziel hinaus. Aber in der Mitte ist da so eine Art von Anthroposophie. Und da entwickelt er schon einige Gedanken, aber es bleibt eigentlich dabei. Das greift Steiner jetzt auf zum ersten Mal in 1902, also nachdem er schon mit den Theosophen zusammenarbeitet, und sagt in einer Rede, die wir nicht mehr haben, die ist sozusagen verloren gegangen, beschreibt er schon, dass sein innerstes Anliegen eigentlich eine Anthroposophie ist. Das möchte er eigentlich entwickeln. Dann hören wir ein paar Jahre nichts mehr über Anthroposophie. Und dann in 1909, im Herbst, kommt er mit einem neuen Vortragszyklus Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie. Und da fängt er jetzt an, diese Anthroposophie sozusagen im Mittelpunkt zu rücken. Er greift Zimmermanns Gedanken auf und sagt, Anthroposophie steht zwischen Anthropologie und Theosophie, aber er interpretiert die Sache ganz anders. Er sagt, eigentlich ist der Anthropologe einer, der kommt in ein Tal hinein, möchte die Kultur des Menschen untersuchen und schaut, was die da alles so machen miteinander, was die gebaut haben, was die für Instrumente haben und das wird alles sozusagen gesammelt und dargestellt. Das ist der Anthropologe, der ist ganz nah bei den Dingen und ganz unten im Tal. Und dann gibt es einer, der ist ganz oben auf dem Berg und der schaut in den Kosmos und schaut über die Welt, über die Dächer der Welt. Das ist der Theosoph, der beschäftigt sich mit großen Gedanken, mit kosmischen, göttlichen Zusammenhängen. Und dann sagt er, gibt es noch einer, der wandert auch im Tal, aber in der Mitte. Nicht ganz unten, nicht ganz oben. Das ist die Anthroposophie, die schaut sowohl nach unten, was die Leute da machen, schaut auch nach oben, was die Geister da und die Sterne wollen von uns und versucht das miteinander zu verbinden. Das ist die Anthroposophie. Ja, jetzt kommt es
zu Streitigkeiten. Das ist jetzt nicht sehr wichtig, welche Streitigkeiten, irgendwelche menschlichen Streitigkeiten, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Und die Theosophen, die sind sich nicht mehr einig. Und jetzt kommt es dazu, dass eine Gruppe von Menschen um Steine herum, die wollen eine neue Gesellschaft gründen. Das tun sie auch. In 1913 wird am 2. 3. Februar eine Neugründung anthroposophische Gesellschaft in Deutschland. Also da hört man zum ersten Mal dieses Wort ganz bewusst. Und da geht Steiner aber im Gegensatz zu, was er in der Theosophischen Gesellschaft getan hat, da war er sozusagen auch ein Funktionär, hat eine Funktion gehabt. Jetzt tritt er da heraus. Andere Leute werden jetzt sozusagen Vorsitzender und Sekretär und so weiter. Er ist nur als Lehrer tätig, er geht nicht mehr in diese Gesellschaft selber hinein. Das ist nicht so eine ganz kleine Gesellschaft, es ist kein Tennisclub oder so. Er hat immerhin 2500 Mitglieder und 85 Arbeitsgruppen in ganz Europa und da draußen. Also das ist schon ein ernstzunehmender Impuls, aber jetzt ein neuer Impuls. Und die Theosophische Gesellschaft nimmt sozusagen andere Wege und diese Gruppe Menschen, die sich ab jetzt Anthroposophen nennen, die gehen auch ihren eigenen Wegen. Das sieht man zum ersten Mal ganz klar, dass sich da was Neues bildet, was Eigenes. Vorher war es sozusagen noch unter dieses Dach der Theosophen und jetzt kommt jetzt diese Anthroposophie ganz in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dieser Switch, die ganz klar zu sehen ist in seinem Leben, wo er sozusagen als Mathematiker, Philosoph, Physiker und dann plötzlich zum Esoteriker wird, das ist nicht in dem Sinne etwas ganz Neues, dass man sagt, oh, der Mensch hat, dass sein Leben ist hier, ist ein Punkt und dann fängt was Neues an. Man könnte sagen, aus den Untergründen kommt jetzt etwas nach oben, das ist dieses hellsichtige, esoterische, was jetzt plötzlich an der Oberfläche kommt. So als Bild wie die Kohlen, die sozusagen in einige Gebiete hier im Ruhrgebiet ganz tief in der Erde sind und die kommen dann irgendwann nach oben, so in Garzweiler kommen die dann ganz nach oben mit den Kohlenschichten und irgendwann sind sie da halbwegs. Es gibt Ställe in Deutschland, da konnte man hinter in seinem Garten sozusagen Sand ein bisschen wegmachen und dann Kohlen hacken. So kommt jetzt diese Esoterik von Rudolf Steiner aus der Tiefe nach oben und nimmt jetzt sein ganzes Seelenleben eigentlich im Besitz und er ist jetzt sehr stark damit beschäftigt. Das kostet ihm viel, nicht nur viel Zeit und Einsatz, es kostet ihm auch Freunde. Es gibt Leute, die sagen, also du bist ja verrückt geworden. Früher hast du gesagt, die Theosophen, das ist nichts und jetzt kommst du mit solchen esoterischen Themen. Also es gab wirklich Leute, die haben sich von ihm verabschiedet. Und was sicher am tragischsten ist, seine Frau, seine damalige Frau, Anna Steiner-Eunicke, kann diese Wendung auch nicht mitmachen. Das hat mit der Theosophie zu tun und mit der Anthroposophie zu tun, aber hat auch damit zu tun, dass er eine Mitarbeiterin bekommt, Marie von Sievers. Und diese Marie von Sievers arbeitet intensiv mit Steiner zusammen, organisiert ganz viele Vorträge, macht ganz viel Schreibkram für ihn und ist natürlich eine Frau, eine nicht unbekannte Geschichte. Sie ist sogar ein bisschen jünger als Steiner und Anna Eunicke ist ein bisschen älter. Da entstehen also viele Unklarheiten und Steiner schafft es nicht mehr, da noch eine Brücke zu schlagen. Und im Frühling 1904 verlässt diese Anna Steiner-Eunicke den Steiner. Und er ist sozusagen jetzt alleine. Sie scheiden sich nicht, aber sie sind noch verheiratet, aber wohnen nicht mehr zusammen. Also das hat viel gekostet, diesen Umschwung in seinem Leben. So, jetzt möchte ich da einen kleinen Schnitt machen. Und jetzt kommt ein anderes Thema. Nämlich, wir wollen diese Vortragsreihe auch etwas erzählen über die persönliche biografische Beziehung zur Anthroposophie. Heute Abend stehe ich da. Morgen Abend steht Hanneli Latsch da, dann wird sie das erzählen. Heute Abend. Nächste Woche natürlich, genau. Ich musste jetzt die Zeit ging so schnell jetzt in der Geschichte, dass ich jetzt muss wieder ein bisschen bremsen. Also erst nächste Woche Freitag. Ja, also, ich komme nicht aus einem anthroposophischen Elternhaus.
Ich war auch nicht in der Waldorfschule, ich war in eine ganz normale Schule. Aber ich kam aus katholische, also ich komme aus katholischen Zusammenhängen und ich war als Kind schon sehr an religiösen Themen interessiert und habe auch viele Fragen gestellt und auch Fragen über das Göttliche. Und dann hat, ich glaube, es war mein Vater, mir erzählt, ja, der Papst ist der Einzige, der direkten Kontakt mit Gott hat. Ja, als Fünfjähriger war das ganz eindeutig für mich. Ich wollte Papst werden. Dann habe ich natürlich begeistert darüber erzählt. Und mein bester Freund, Rüdi hieß er, Rüdi, der wollte auch Papst werden. Ich war in der gleichen Zeit auch verliebt in ein Mädchen und habe sie dann gefragt, wenn ich später Papst werde, willst du bei mir einen Haushalt machen? Sie hat ja gesagt. Also im Grunde genommen eine ganz runde Sache. Jetzt war es so, wir haben dann auch Messen gespielt und alles gemacht, was Päpste so machen. Und dann, inzwischen war ich nicht mehr 5, aber schon ganze 6 Jahre alt, hat mein Vater sich zu uns gerufen, also sagt, kommt ihr beide mal zu mir. Es war an einem sonnigen Nachmittag. Und er sagte, ihr wollt doch beide Papst werden. Und wir nickten natürlich, wir wollten beide Papst werden. Dann sagte er, dann habt ihr ein Problem. Wir nickten, nein, weil wir hatten kein Problem. Doch, ihr habt ein Problem. Es kann nämlich immer nur einer Papst werden und nicht zwei. Also da brach eine Welt zusammen. Wir waren total erschüttert über diese neue Erkenntnisse. Wir waren so erschüttert, dass wir gingen von meinem Zuhause zu einem Park, das war so 1,5 Kilometer weiter weg, schweigend dahin, setzte uns auf ein Bänkchen, wir beide Freunde, sagte immer noch nichts. Und dann dachte ich nach und dachte, ja, wie können wir das, also jetzt darüber streiten, wer Papst wird, das ist irgendwie eine unheilige Geschichte, das kann man eigentlich nicht machen. Deswegen dachte ich, was kann ich jetzt werden, was also ganz nah sein, ganz nah beim Papst sein ist, aber nicht Papst, aber das Allernächste und was nicht so Probleme zwischen Freunde verursacht. Und dann habe ich eine Lösung gefunden, es war mir auch ganz klar sofort, ich wollte Schauspieler werden. Also, ich habe das meinem Freund gesagt, der war sehr erleichtert und wollte dann auch Schauspieler werden. Und so hatten wir schon mal Weltprobleme gelöst mit 6 Jahre alt. Jetzt ging die Geschichte natürlich weiter. Und 1970, es war so November, Dezember, hatte ich einen sehr guten Religionslehrer und der erzählte folgende Geschichte. Es gab eine Baugrube, da waren Arbeiter beschäftigt, da sollte ein neues Haus gebaut werden, da wurde so richtig die Erde aufgehoben und ein tiefer Schacht war da. Da es an eine befahrene Straße war, war da so ein Gitterwerk gemacht und die Leute liefen vorbei, konnten in diese Baugrube hineinschauen. Plötzlich kommt ein Mann, geht durch das Gitterwerk hindurch, springt in diese Baugrube hinein und ruft, halt, halt, stopp, stopp. Die Leute gucken sich an, denken, ist der verrückt geworden, aber er hörte nicht auf mit halten, stopp rufen. Dann haben sie halt aufgehört und sagten, ja, was wollen Sie eigentlich? Was stellte sich heraus? Es war ein Mann, der arbeitete bei der archäologische Dienst der Stadt. Und er hat in diese Baugrube, hatte er eine gewisse Zeichnung gesehen, hat dann das alles so ganz glatt und sauber abgestrichen, sodass man dann richtig so ein Tableau sehen konnte. Und da sah man eine Trichterform in diesem Sand und darin konnte dieser Mann ablesen, dass in der letzten Eiszeit das Eis bis da gekommen war und da versickerte. Das konnte er an dieser Zeichnung sehen. Und jetzt kommt der wichtigste Satz, der für mich damals entscheidend war. Da sagte dieser Religionslehrer, ja, jetzt seht ihr doch mal, da kamen ganz viele Leute vorbei, da waren Bauarbeiter. Niemand hat das gesehen, nur dieser Mann hat das gesehen. Und deswegen wissen wir heute, dass bis da sozusagen das Eis gekommen ist. Und da ist bei mir der Groschen gefallen. Ich habe dann gedacht, aha, man kann also anders denken als andere Menschen. Man kann also selbstständig nachdenken über Dinge, einfach so, wie man das kann und möchte. Und fing das an zu üben. Ich habe mir alle möglichen Themen ausgedacht und fing dann darüber nachzudenken. Und habe meine Umgebung, vor allem erst meine Eltern und dann auch der Pfarrer der Kirche, belagert mit vielen, vielen Fragen.
weil es stellte sich heraus, dass wiederum viele Fragen einen religiösen Charakter hatte. Zum Beispiel, warum hat Gott die Welt geschaffen? Warum sterben wir? Was ist nach dem Tod? Also all solche Fragen haben mich damals beschäftigt und damit habe ich die Leute dann gepiesackt. Jetzt kam ein neuer Einschlag. Als ich 11 Jahre alt war, ist am 31. August 1970 meine Oma gestorben. Die hat bei uns zu Hause eingewohnt erst und ist dann später in einem Altersheim gegangen. Dieser Bericht haben wir natürlich gehört, dass die Oma gestorben war. Und ich stellte aber fest, dass die Oma immer noch da war. Ich spürte sie ganz deutlich. Sie war zwar unsichtbar geworden, das hat mich aber nicht gestört. Ich spürte sie ganz deutlich. Sie sprach noch zu mir. Und ich konnte mit ihr sprechen. Das Gespräch hat sich gewandelt. Es war nicht mehr so wie im Leben, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Es hat eine andere Form angenommen. Aber diese Oma war weiterhin da. Und ich konnte mit ihr immer mal wieder Kontakt aufnehmen. Sodass für mich klar wurde, ach so, die Frage war sozusagen experimentell beantwortet. Nach dem Tod geht es einfach weiter. Die Oma lebt weiter. Und ich habe auch erlebt, dass sie eine Art Entwicklung durchmachte. Dann gehen wir wieder ein paar Jahre später. Wir sind jetzt in August, September 1973 angelangt. Ich bin in der 7. Klasse. Und wir kriegen einen Geschichtslehrer, der in der ersten Stunde erzählt, das ist mein letztes Jahr, nächstes Jahr bin ich pensioniert. Und wir Schüler haben schon getuschelt und gesagt, also der spricht, als ob er jetzt schon pensioniert war, weil er war besonders langweilig und langgezogen und er hat sich nicht besonders mehr angestrengt, einen guten Geschichtsunterricht zu geben. Aber er hat erzählt über einen Krieg zwischen Sparta, Athen und Persien und erzählte, dass da die spartanische und die athenische Kriegsmacht, die haben sich zusammengemacht, die waren immer, haben sie gegeneinander gekämpft, jetzt haben sie sich plötzlich zusammengetan, nämlich um gegen den dritten Feind, den Perser, zu kämpfen. Und dann kommt eine große Schlacht, 480 vor Christus, erst auf dem Meer bei Salamis und dann wird auch die persische Armee verschlagen auf dem Festland. Und während ich das hörte, war wie ein Blitz bei klarem Himmel. Ich saß sozusagen hinter meinem Schultisch und mir war plötzlich klar, verdammt, das ist seine eigene Geschichte. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, ich war der oder der. Es war nicht so konkret, dass ich ein von den Menschen war. Aber ich wusste ganz genau und so wirklich so felsenfest, als dass ich hier in meinem Bänkchen saß in der Schule, habe ich gewusst, ich war dabei, das ist meine eigene Geschichte. Und ich hatte sozusagen sofort den Geruch vom Schlachtfeld in meiner Nase. Das war ein ganz kurzer Augenblick und ich war auch ganz erschüttert durch dieses Erlebnis. Aber plötzlich war mir klar, ach so, Geschichte ist nicht etwas von anderen Leuten, da kann man eventuell selber dabei gewesen sein. Das war sozusagen das erste Reinkarnationserlebnis, das ich hatte. Und damit war auch eine nächste Frage für mich experimentell beantwortet. Ich wollte also immer noch Schauspieler werden und in 1974 habe ich dann gesucht in eine Bibliothek über Theaterberufen. Ich hatte auch Interesse an Tanz, habe dann auch bei Tanzschule geschaut und da las ich plötzlich Eurythmie Akademie Den Haag, eine ganze Geschichte über die Eurythmie und da standen folgende Worte: Die Eurythmie macht die Sprache, die Laute und die Worte und die Sprache sichtbar durch Bewegungen. Und das klang mir wie Magie in den Ohren. Ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, wenn man das kann. Das muss ja unglaublich zauberhaft sein. Also ich war sehr fasziniert, las natürlich weiter, Anthroposophie, Rudolf Steiner, schaute in diese Bibliothek, ob ich was finden konnte. Ich konnte aber nichts finden und vergaß die Sache dann wieder. Ich habe dann nicht mehr daran gedacht. Einige Jahre später, da war ich knapp 18 Jahre, kam mir wieder in den Sinn, du hast doch damals das gelesen, und ging wieder zu dieser kleinen Bibliothek. Glücklich war da alles das Gleiche geblieben, das gleiche Buch an der gleichen Stelle und so. Ganz toll. Konnte man alles wieder finden, die gleiche Seite. Und habe dann weitergesucht in der größten Bibliothek der Stadt und fand da ein ganz kleines Büchelchen,
von Rudolf Steiner, in einen Vortrag gegeben in Linz, die praktische Entwicklung des Denkens. Dann habe ich angefangen, das zu lesen und das schlag für mich ein wie eine Bombe. Das klingt jetzt vielleicht unbescheiden für einige von euch, aber das war so für mich. Ich dachte, verdammt, der denkt genauso wie ich. Nur, der hat die Sache viel weiter ausgearbeitet. Also der hat ja richtig schon lange daran gearbeitet. Also von diesem Mann möchte ich mal mehr lesen. Ich habe dann den Verlag angerufen, habe gesagt, haben Sie noch mehr Bücher von diesem Herr Steiner? Hatten Sie? Haben Sie einen kleinen Katalog zugeschickt, dann habe ich mir das erste Buch ausgesucht, Theosophie. Habe das gelesen und fand darin nur Bestätigung, dachte, ja, genau so ist es. Habe ich ja immer schon gedacht, aber jetzt steht es da schwarz auf weiß. Mein Vater sagte, Junge, du sprichst über diese Sache, als ob du verliebt bist. Das ist doch nur eine Weltanschauung. Was ist denn der Weckruf der Anthroposophie? Zu was weckt sie uns denn eigentlich? Und Wecken hat auch immer etwas Zukünftiges, hat also sozusagen einen Ausblick in die Zukunft hinein. Und da möchte ich jetzt mal darauf eingehen, was für mich nach so vielen Jahren, ich arbeite jetzt sozusagen schon seit 79 eigentlich, 78 habe ich angefangen damit, 79 ernsthaft mit dieser Sache. Für mich ist das meist Zukunftsträchtige, dass Rudolf Steiner uns da sozusagen neue Perspektive bietet in dem Sinne. Er sagt, es gibt eine physische Welt und die können wir wahrnehmen durch den Sinnen. Und diese physische Welt ist sehr, sehr, sehr prominent da, sehr stark da und ist sozusagen stürzt ständig auf uns ein. Dadurch könnte man denken, es gibt nur diese physische Welt, weil sie so mächtig ist und so stark auf uns wirkt. Aber das ist leider dann ein Irrtum. Es gibt nämlich in dieser physischen Welt auch wirksam eine lebendige Welt, eine Welt des Vitalen, der Lebenskraft, das, was wir kennen aus der chinesischen Medizin als Qi oder aus der indische, vedische Medizin als Prana, das sind die Lebenskräfte. Und die kann man auch wahrnehmen an den Pflanzen. Dann gibt es natürlich noch mehr, nämlich das, was wir sehr gut kennen, wie ich diese Welt erlebe, was ich dann davon finde, ob ich das gut finde oder schlecht, schön oder hässlich und so weiter. Also meine ganzen seelischen Regungen sind auch noch da. Das ist auch etwas für sich. Das ist nicht was Physisches und etwas, was daraus herausgeschwitzt wird. Nein, das ist eine Welt für sich. Rudolf Steiner nennt das die astrale Welt oder die Seelenwelt. Die haben auch die Tiere. Die leben auch mit einem Teil ihres Wesens in dieser Seelenwelt, in dieser astralischen Welt. Der Mensch hat aber noch eine nächste Fähigkeit. Also, ob Sie es glauben oder nicht, ein Hund liegt nicht morgens in sein Körbchen und denkt, was soll ich heute mal machen? Soll ich mal die Nachbarin, die Hündin der Nachbarn besuchen oder soll ich lieber mal an diese schöne Ecke pinkeln, wo ich immer so gerne hingehe? Es ist nicht so, der Hund geht aus seinem Körbchen, er hat Hunger oder Durst, geht was essen, was trinken, dann hat er plötzlich ein Blaseproblem, dann muss er raus und so weiter. Also das ist ganz unmittelbar, was der Hund tut. Eine Katze ist schon ein bisschen schlauer, die guckt schon so ein bisschen und kann schon fast, man hat schon fast mit der Katze den Eindruck, er fängt an zu denken, aber so bleibt in diesem Ansatz hängen. Aber wir Menschen können uns entscheiden. Und das ist sozusagen die nächste Ebene. Das ist das, woraus wir aus uns selber heraus entscheiden können, was wir, ne, dass Sie jetzt hier sitzen zum Beispiel. Da gäbe es noch viele andere schöne Sachen, die man machen könnte. Und Sie haben sich dafür entschlossen, hier zu sitzen. Das ist Ich-Tätigkeit. Da haben Sie hier einen Ich-Entschluss genommen, dass Sie jetzt hier sitzen und dass Sie nachher nach Hause gehen und dann vielleicht noch was trinken. Also auf alle Fälle, sie haben sich entschlossen dazu. Und das ist für uns Menschen was Neues und das haben die Tiere so nicht. Und jetzt bin ich auch noch Therapeut geworden, mache das auch schon 32 Jahre und ich habe festgestellt, dass wenn man mit seinem Ich eine Situation ergreifen kann und das Gefühl hat, man kann darin sich bewegen und diese Situation sozusagen, ich meine nicht manipulieren, aber beeinflussen, man ist nicht Opfer seines Lebens, das macht gesund, das schafft Vitalität, das macht wirklich gesund. Während wenn man ohnmächtig ist und den Eindruck hat, ich bin wie im Hamsterrad, ich schaffe es gar nicht, mein eigenes Leben eine Richtung oder eine Gestalt zu geben, das ist der erste Ansatz, dass man krank wird. Also das Ich ist nicht nur eine Quelle
der Entschlüsse ist auch eine Quelle der Gesundheit. Jetzt kommen die beiden Ströme zusammen. Ich habe nämlich dann nachgeschaut, was ist denn gewesen 1917? Es war jetzt nicht, wir haben nicht gemeint mit Anthroposophie nach 100 Jahren, damit war nicht gemeint, dass es das jetzt heute genau 100 Jahre gibt. Es ist mehr ein Rückblick, ein Zeitspanne von 100 Jahren, worauf wir rückblicken wollen. Vor 100 Jahren, 1917, hat Rudolf Steiner ein Buch rausgegeben von Seelenrätseln. Und da kommt er heraus mit einem, auch für die damalige Zeit, ganz neues Menschenbild, nämlich das sogenannte dreigliedrige Menschenbild. Was kann man darunter verstehen? Also im Grunde genommen ist das eine leibliche Veranlagung, diese Dreigliederung. Wir haben also ein Instrument hier und das ist nicht einfach eine Einheit, das ist ein sehr differenziertes Instrument und die hat oben einen Kopf und da sind die meisten Sinnen auch konzentriert. Aber über die Haut ist natürlich unsere Sinnestätigkeit über den ganzen Leib verteilt. Also wir sind ein Sinnesmensch, wir können die Welt sinnlich wahrnehmen. Und was passiert jetzt, wenn ich einen starken Sinneseindruck habe? Ich spiele das jetzt vor, das ist nicht ernst gemeint, aber ich spiele jetzt mal vor. Ich gehe hier zu diesem jungen Mann und sage zu ihm, du bist ein Arsch. Ne? Stell dir mal vor, ich würde das jetzt ernst meinen. Er würde wahrscheinlich getroffen sein und denke, wieso beleidigt der Mann hier im öffentlichen Publikum? Er würde nach Hause gehen, darüber nachdenken. Was tut er also? Er verdaut das mit seinen Gedanken, was er hier erlebt hat. Er fängt es an, mit seinem Kopf, mit seinen Gedanken zu verdauen. Und wenn es sehr schlimm ist, dann wird er eine halbe Nacht nicht schlafen. Die kühenhaft geht die Verdauung weiter. Und dann kommt es natürlich auch in seinem Gefühl. Irgendwann dann sagt er, was soll ich hier? Soll ich den Mann nochmal anrufen und sagen, es ist eine Unverschämtheit, sowas zu sagen? Oder soll ich jemandem eine E-Mail schicken? Das ist schon ein bisschen sicherer. Dann habe ich nicht so einen direkten Kontakt oder nur einen Brief in seinen Briefkasten stecken. Oder es vielleicht seine Frau sage, dass sie mit einem Schufs verheiratet ist. Also ins Gefühlsleben. Und irgendwann kommt natürlich auch eine Tat. Zum Beispiel, er begegnet mir noch einmal irgendwo anders und dann versucht er, dass er straucheln während einem Vortrag oder so. Also er versucht irgendwie noch was zu tun. Also wir sind sozusagen mit unserem Denken beschäftigt, das, was wir an Sinneseindrücke haben, zu verdauen, zu verarbeiten. Man könnte sagen, dass die Sinnen wie mehr nach außen gerichtet sind einerseits. Natürlich sind sie auch in unsere Leiblichkeit hineingerichtet. Wir haben auch durch die Sinnen eine Wahrnehmung von unserer Leiblichkeit. Und die Nerven sind das, die das sozusagen wie das verarbeiten und diese ganze Sinneswahrnehmung so miteinander verbinden, dass es wieder für uns irgendwie hoffentlich gesund ausgeht. Also Sinnesnervenmenschen, das ist konzentriert im Kopf, aber wirkt durch den ganzen Leib. Dann haben wir hier unten das Gegenteil, denn wir sind hier ganz unbewusst, im Stoffwechselbereich und in den Gliedmaßen. Der Stoffwechsel gibt uns eigentlich Kraft, um was zu tun. Und wenn wir mit unseren Gliedmaßen tätig sind, da sind wir ganz willentlich. Wir können eigentlich da nur immer sehen, was passiert, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas falte oder fummeln. Dann sehe ich immer anhand der Tätigkeit, was in dem Augenblick passiert. Da bin ich also ganz im tätigen Menschen drin. Also das ist der andere Pol, Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. Und glücklich gibt es auch in dieser Polarität noch eine Mitte. Und das ist das Atmende, das ist die Atmung, die natürlich innen und außen verbindet über die Luft. Und das Herz, das auch die ganze, über die Zirkulation, die ganze Innenmenschen miteinander verbindet und auch diese Polarität hat vom Rhythmus. Zusammenziehen und wieder sich lösen. Zusammenziehen und wieder sich lösen. Das ist vergleichbar mit Einatmen und wieder ausatmen. Einatmen und wieder ausatmen. Und im Grunde genommen ist das die ganze Zirkulation so, weil auch unsere Blutgefäße haben ein ganz feines Netzwerk von Muskeln um sich. Und wenn ich erschrecke, dann gehen meine Blutgefäße, ziehen sich zusammen und mein Blutdruck wird höher. Und wenn ich mich wieder entspanne, dann gehen die Gefäße wieder ein bisschen auf und mein Blutdruck löst sich wieder ein bisschen.
wenn ich Bluthochdruck habe, dann ist eigentlich dieses Rhythmische nicht mehr ganz gewährleistet. Dann bleibt eigentlich dieser zu hohe Druck bestehen. Ich bin nicht mehr imstande, genügend in ein Lösen zu kommen. Also der Rhythmus ist heraus. Also wir haben da sozusagen drei Systeme im menschlichen Leiblichkeit: Sinnes-Nervensystem, rhythmisches System, Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. So, jetzt kommt das kleine spannende. Ich will die beiden jetzt miteinander verbinden. Wie ist es denn hier oben im Kopfbereich mit dem Ich? Das ist für uns Menschen ganz, ganz einfach. Aber zum Beispiel für die alte Inder war das noch nicht so einfach. Die haben das noch viel stärker gesucht. Was haben sie gemacht? Das kann man heute noch sehen in der hinduistischen Religion. Die haben einen Punkt gemacht, nämlich genau da. Da wollten sie hin. Das war sozusagen das Ziel, dass sie erwachen im Denken. Also die Inder, die waren nicht wach im Denken, die wollten wach werden. Was wir heute haben, da haben die Inder sich danach gesehnt und deswegen haben sie diesen Punkt gemacht, oberhalb des Kopfes. Also heute ist es so, dass viele Menschen hier so knallewach sind, dass sie fast vergessen, dass da unten auch was ist. Also oben sind wir jetzt ganz wach. Das ist unser Ich-Punkt. Hier oberhalb der Nasenwurzel ist das am aktivsten. Wie ist es denn hier in meinen Gliedmaßenmenschen? Ist es da auch schon zentriert? Eigentlich nicht. Im Grunde genommen begegne ich mich dadurch, dass ich was tue. Zum Beispiel, ich gehe und dadurch merke ich, die Welt verändert sich. Jetzt bin ich näher bei ihm dran. Wenn ich jetzt auf einem Fest bin, kann ich jetzt mit ihm sprechen. Jetzt bewege ich mich und dann kann ich hier mit dieser Herr sprechen, den kenne ich noch nicht. Und dann können wir uns ein bisschen kennenlernen. Also, da bin ich eigentlich immer in der Peripherie. Ich gehe irgendwo hin, ich mache etwas mit Gegenständen, ich mache etwas mit Dingen in der Welt. Also da ist das Ich, was hier sozusagen im Zentrum ist, ist im unteren Pol in der Peripherie. Das ist jetzt nicht so eine schöne Kreide. Ich mache hier nochmal ein bisschen anders. Also hier ist das Ich, kommt uns eigentlich entgegen und hier ist das Ich im Zentrum. Wie ist es mit dem Bewusstsein? Also, wenn das Ich im Zentrum ist, das Bewusstsein ist eigentlich hier. Wenn ich euch anschaue, erlebe ich mich im Zentrum und ihr seid da. Also mein Bewusstsein ist sozusagen in der Umgebung. Das hängt also mit der Astralität zusammen. Das heißt, das geht so. Im oberen Menschen sieht das so aus. Und im unteren Menschen, hier, wenn ich etwas Schreckliches erlebt habe, dann kann das auf meinen Magen schlagen oder ich kriege Verdauungsprobleme. Und wenn ich was sehr Schönes erlebt habe, kann ich sogar Schmetterlinge im Bauch bekommen. Also da ist eigentlich das Bewusstsein, stülpt sich nach innen in diesem unteren Menschen. So. Wie ist es mit der Vitalität? Das ist ein bisschen schwieriger, aber wir können das schon, wenn wir Gedanken haben und wir sozusagen ganz klar im Kopf sind, dann schaffen wir Vorstellungen. Und Sie können das jetzt mal zu Hause machen. Möchte das jetzt nicht hier gleich machen, dass Sie sich mal fragen, wo sind denn meine Vorstellungen? Wo befinden Sie sich dann? Und versuchen Sie sich mal eine Erinnerung vorzunehmen. Sie versuchen sich willkürlich an irgendwas zu erinnern und versuchen dabei wahrzunehmen, wo kommt die Erinnerung her und wo geht sie hin. Das ist sehr spannend, kann ich euch empfehlen, das zu Hause zu üben. Wie bewegen sich zum Beispiel Bilder in meine Leiblichkeit? Das kann man wahrnehmen. Und dann ist es so, dass hier tatsächlich im Kopfbereich, ich habe das schon oft mit Gruppen gemacht, die Vorstellungen eigentlich, die sind hier. Die sind nicht in den Augen, die sind eigentlich hier. Aber hier ist nichts. Das ist ja Luft. Aber das ist eigentlich sozusagen die Vitalität. Das ist eigentlich dasjenige, was wir als Vitalkräfte in uns haben. Das ist hier wie ein, ich sage es jetzt ein bisschen banal, wie ein Filmtuch, worin wir unsere Vorstellungen projektieren. Also im oberen Menschen ist diese Vitalität da außen und hier ist die Vitalität
im Stoffwechsel drin. Das ist jetzt grün, das kann man nicht sehen. Jetzt machen wir heute mal eine violette Vitalität. So. Die stülpt sich also im Untermenschen nach innen. Da ist der Stoffwechsel. Und oben ist die da in meine lebendige Vorstellung und in meine Fantasien. Dann haben wir einen physischen Leib. Der ist hier oben an der Außenseite. Der Kopf, der Schädel ist ganz außen. Das ist also in diesem Bereich da. Und in meinen Gliedmaßen sind die Knochen an der Innenseite, genau umgedreht. Also da sind die Knochen innen. Das heißt, das Physischste, was wir haben, ist innen. Und hier ist das Physischste, was wir haben, der Schädel an der Außenseite. Jetzt mache ich das Ich nochmal dazu. Und jetzt entsteht ein schönes Bild. So. Oh, schau mal. Oh, jetzt komme ich aus dem schönen Malen gar nicht mehr raus, glaube ich. So. Na, das Ich ist noch ein bisschen deutlicher geworden. Können Sie sehen, ne? Etwa. Und diese Vorstellungen, die wir da jetzt haben, dass wir sozusagen das Viergliedrige und das Dreigliedrige wie ineinander schieben, das sind Dinge, wenn man sich damit beschäftigt, die haben einen unglaublichen Keimkraft. Man kann merken, wenn man mit Gedanken lebt, ob die sozusagen förderlich sind für das Leben, ob sie das Leben weiterbringen, ob man dadurch das Leben besser versteht oder ob sie einem eher behindern. Ja? Ja, kann man besser sehen. Ich lebe jetzt also schon seit 1978 mit dieser Gedanke und kann sagen, für mich ist es so, dass sich das sehr bewährt hat, sich die Welt auch mal so anzuschauen. Ich kann dadurch auch therapeutisch ganz anders arbeiten und ich kann auch mein Privatleben einige Sachen besser verstehen. Nun, auf alle Fälle ist, denke ich, mit solchen Dingen muss man leben und dann wird es sich zeigen, was sich daraus wird und ob man einen Zugang dazu hat. Ich glaube sowieso, dass in unserer Zeit das Wissenschaftliche viel mehr in den Einzelnen gelegt ist. Natürlich gibt es auch eine Art von Objektivität, aber wir sind doch so weit individualisiert heutzutage, dass ich muss doch die Sache für mich selber neu finden und entdecken, ob es für mich fruchtbar oder unfruchtbar ist. Und das ist jetzt mal ein Ansatz. Was mir angeht, ist das ein Keim, der weit in die Zukunft hineingehen könnte. Da hat die Anthroposophie, ist sie erst am Anfang und auf alle Fälle noch nicht, vielleicht wohl 100 Jahre alt, aber noch nicht so, dass man sagen könnte, jetzt ist die Sache eigentlich schon abgeschlossen. Da ist sie noch ganz, ganz jung. So, jetzt kommen wir zu ein anderes Problemfeld. Also Rudolf Steiner hat sehr viel entwickelt aus hellsichtigen Wahrnehmungen. Das ist nicht so nur so, dass er das am Tag nur hellsichtig war. Er hatte auch noch eine andere Fähigkeit, die ich nicht aus persönlicher Erfahrung erzählen kann. Ich kann das nur sozusagen nacherzählen. Wenn er schlief, dann war er zwar in einer anderen Welt, nämlich in eine geistige Welt, aber war mit seinem Bewusstsein noch wach. Der konnte sozusagen, während wir schlafen, hatte er ein durchgehendes Bewusstsein, konnte also auch im Schlafzustand, sein Körper lag ganz normal im Bett und war ruhig wie andere schlafende Menschen, hat er sein Bewusstsein erhalten können und in dieser Zustand hat er in geistige Welten forschen können. Das können wir uns vielleicht nicht direkt vorstellen, aber manchmal kommt man auch mit einem guten Gedanke aus seinem Schlaf heraus oder eine Sache, worüber man länger nachgedacht hat oder gezweifelt hat oder damit gerungen hat. Es ist manchmal so, dass es durch die Nacht hindurch sich klärt. Nicht immer, aber das kann vorkommen. Man kann also schon den Eindruck haben, nachts habe ich etwas gemacht.
Und bei Steiner war das eine ganz aktive Tätigkeit, die er bewusst hantieren konnte. Müsste man jetzt das, was Steiner aus dieser geistigen Forschung raus gefunden hat, erforscht hat, müssen wir das jetzt einfach glauben? Das kann eigentlich nicht sein, weil dann sind wir mindestens eine Sekte und sonst auf alle Fälle Leute, die einfach nur nachplappern können, was Steiner sagt. Glücklich hat er selber auch was darüber gesagt. Er sagt, prüf alles nach, was ich gesagt habe und brauche deinen Menschenverstand, deinen ganz gesunden Menschenverstand, um zu prüfen, ob es stimmt. Ein Beispiel ist das hier. Das kann man nicht heute schon wissen. Aber wenn man damit lebt und mit diesen Dingen arbeitet, kann man für sich herauskriegen, ob es für mich Bedeutung hat und für mich fruchtbar ist. Für mich ist es fruchtbar geworden. Ob es für Ihnen auch fruchtbar ist, das kann ich natürlich für Sie nicht festlegen. Also das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Anthroposophie nicht nur eine Geisteswissenschaft ist, aber auch ein Schulungsweg. Und dieser Schulungsweg beinhaltet ganz gewisse Tätigkeiten. Zum Beispiel meditiere, komme ich gleich noch darauf zurück, aber auch gewisse seelische Übungen. Ich nenne mal ein paar. Es gibt eine Übung, eine Gedankenübung, wodurch man lernt, seine Gedanken nicht willkürlich assoziativ fließen zu lassen, aber man nimmt sich etwas vor und denkt darüber gründlich nach. 5 Minuten lang. Das kostet richtig Kraft. Aber dadurch stärkt man die Gedankenführung. Das ist eine Übung. Eine andere Übung. Man nimmt sich vor, etwas ganz Unwichtiges zu tun. Zum Beispiel, man hat eine Uhr und die nimmt man aus der Tasche. Man schaut einfach mal drauf so und macht die Klappe wieder zu. Aber das macht man jetzt nicht willkürlich so um 20.57 Uhr. Man macht das zum Beispiel um 13.05 Uhr. Aber dann nicht einmal, aber versucht jeden Tag das zu tun. Dann wird es schon wesentlich schwieriger. Also so etwas Unwichtiges einfach Mitte am Tag zu machen und sich an diese Unwichtigkeit festzuhalten. Nur um den Willen zu schulen, dass man etwas durchführen kann. Das ist eine andere Übung. Eine dritte Übung ist, dass man versucht, seine Emotionen sich sozusagen in eine Art von innere Ruhe, inneres Gleichgewicht reinzubringen, dass man auch mal auf seine Emotionen draufschauen kann. Warum hat diese Kollegin mich heute wieder geärgert? Immer wieder kommt sie mit solchen blöden Bemerkungen. Aber versuchen, jetzt nicht da hineinzugehen und zu denken, ja, die ist einfach auch blöd, das ist ein wahnsinnig dummes Weib und eigentlich sowieso, wie die sich kleidet, ist auch schrecklich. Und naja, Sie verstehen schon, das kann ziemliche Formen annehmen, kann sogar nachts wach werden, denke ich, furchtbar, diese Kollegin. Ich kann auch versuchen, da drauf zu schauen. Was ist es eigentlich, was mich so stört an dieser Frau? Ist die wirklich so schlimm? Und dann merke ich plötzlich, ach, die hat ja eigentlich Eigenschaften, die ich auch habe. Ich nenne mal eine mögliche Möglichkeit. Man fängt an, sozusagen innerlich ruhig auf seine eigenen Gefühle und seine eigenen Emotionen zu schauen. Und dadurch merkt man, dass man ein anderes Gleichgewicht in sich schafft. Dann gibt es eine Positivitätsübung, nämlich, dass man alles Unmögliche für möglich hält. Man ist erstmal offen und lässt es erstmal auf sich zukommen. Positivität heißt nicht nur, dass ich sage, dass ich, auch wenn ich das gar nicht finde, sage, was hast du schöne Schuhe an heute? Oder was hast du einen schönen Schal? Und die denke, ich finde das eigentlich gar nicht schön, aber ich tue jetzt meine Übung. Das ist nicht Positivitätsübung. Positivitätsübung heißt, ich bin offen und im Prinzip positiv. Und bin auch geneigt, das Gute und Göttliche zu sehen in der Welt, aber sehe, was auf mich zukommt. Ich bin einfach empfänglich. Das ist eigentlich auch ein schönes Wort dafür. Und da gibt es die Unbefangenheitsübung, dass ich einfach die Dinge auf mich zukommen lasse und sie erstmal gelten lasse, für was sie sind, was Menschen mir erzählen. Natürlich muss ich das nachprüfen, aber erst. Ich sage nicht gleich, kann nicht sein, ist sowieso falsch, will ich nichts mehr zu tun haben. Ich lasse erstmal Menschen, die eine ganz andere Meinung haben wie ich, lasse sie mal reden und versuche mal, mich da einzuleben. Das sind sehr einfache Übungen, die aber sehr schwer sind auszuführen. Und dadurch schult man sein Seelenleben und merkt, dass man empfänglicher wird und feinsinniger für das, was auf einem zukommt. Dann das, was heute fast schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Die Meditation.
Das war in der Zeit von Steiner noch nicht so aktuell und noch nicht so heiß wie heute. Heute ist es in allem Münde. Aber jetzt hat Steiner dazu einen ganz besonderen Gesichtspunkt, will ich gleich vorlesen. Er hat nämlich eine ganze Meditationsschulung entwickelt und die ist dazu gemeint, dass man fängt an in der Sinneswelt, so einfach wie hier und jetzt, und macht dann Schritte mit Meditationssprüche, um in die geistige Welt sozusagen hineinschreiten zu können, sich darauf vorzubereiten. Die heißen Klassenstunde oder esoterische Schule. Und da schreibt er in der dritten Klassenstunde folgende Worte. Denn gibt man sich restlos ehrlich der Meditation hin, dann kommt ganz notwendig herauf aus den Tiefen der Seele die Empfindung, was ist eigentlich alles an Anlage zu Bösen in mir? Da tritt schon die niedere Menschennatur in einer starken Weise vor die innere Schau der Seele. Ich lese es noch einmal. Denn gibt man sich restlos ehrlich der Meditation hin, dann kommt ganz notwendig herauf aus den Tiefen der Seele die Empfindung, was ist eigentlich alles an Anlage zu Bösem in mir? Da tritt schon die niedere Menschennatur in einer starken Weise vor die innere Schau der Seele. Also heute spricht man auch über Meditation, aber so meditiere und du wirst einfach glücklicher. Und ich meditiere jetzt seit 78, also ich bin auch schon ein bisschen eine alte Rotte in dieser Hinsicht. Und ich kann sagen, es stimmt. Wenn man meditiert, kommt das, was unten in einem ist, auch nach oben. Und das sind nicht nur alles edle Kräfte. Und da muss man lernen, mit diesen Kräften umzugehen. Wenn ich sozusagen merke, was ein Unfug auch in mich sein Wesen treibt, dann kann ich auch versuchen, daran was zu tun. Wenn ich das nicht merke und mich dadurch treiben lasse, dann werde ich sozusagen Instrument für diese Dinge, die da in mir sich abspielen. Also einerseits, man merkt seinen Tiergarten und seine Abgründe und andererseits, dadurch, dass man merkt, ich habe Löwe, Tiger und Krokodile in mir, kann ich auch lernen, wie kann ich Dompteur werden und mit diesen Tieren umgehen, sodass sie mich nicht treiben. Dass ich nicht das tue, was ich dann nachher bereue. Das kann man einem natürlich trotzdem passieren, aber auch als Anthroposoph. Aber es ist auf alle Fälle die Möglichkeit gegeben, dass man das bewusster angeht, das Problem. Deswegen, es gibt dieses schöne Schauspiel Who's Afraid for Virginia Woolf? Das ist ein interessantes Stück von Edward Albee. Und hier könnte man sagen, wer hat Angst vor Anthroposophen? Und das sollte eigentlich die Anthroposophen selber sein, die Angst für sich haben. Nämlich, wenn die dahinter kommen, meditierend, was alles in mir lebt, dann ist das nicht angenehm. Und da muss man damit sozusagen sich auseinandersetzen. Damit will ich nicht sagen, dass alle Anthroposophen immer edel und gut sind. Natürlich ausgeschlossen diejenigen, die hier sitzen. Da möchte ich einige krasse Beispiele vom Gegenteil nennen. Also zum Beispiel nach dem Tod von Steiner gab es einen Riesenkrach über seinen Nachlass, obwohl er das ganz klar geregelt hatte. Seine zweite Frau, Marie Steiner von Sievers, hatte seinen Nachlass zu betreuen. Das war schwarz auf weiß geregelt, das hat er schriftlich geregelt. Trotzdem wurde ihr das sehr übel genommen und hat man einen riesen Streit darüber entwickelt. Da kann man sagen, da war die Fantasie und die Wirklichkeit doch etwas weit auseinander gedriftet. Was noch weniger schön ist, ist, dass in der Zeit des Nationalsozialismus auch in anthroposophische Kreise heftige Streit wütete. Es gab feurige Für und feurige Gegen und sogar diese zweite Frau von Rudolf Steiner hatte einen Freund und Berater, der hieß Roman Boos. Der war ein feuriger Nationalsozialist, obwohl er Schweizer war. Er hat es ja gar nicht gebraucht, aber er war sehr für die Sache. Hatte Hitler auch als einen sehr positiven Impuls gesehen am Anfang.
Und sie hat sich davon sehr mitnehmen lassen, hat dann zum Beispiel Menschen, die Juden waren, in höhere Positionen in der anthroposophischen Gesellschaft gedrängt, diesen Posten loszulassen, weil sie nicht wollte, dass sozusagen der Vorsitzende der anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland war damals ein Jude in der Zeit, und hat sie dann gedrängt, dieser Mann Abstand zu tun von diesem Posten, um die Gesellschaft nicht zu gefährden. Gut, das ist natürlich allerdings nicht ganz mutig und auch nicht in Ordnung, aber solche Dinge haben alle stattgefunden. Wir Anthroposophen sind durchaus sehr normale Menschen, und durch die ganze deutsche Gesellschaft ging dieses Problem. Es war natürlich nicht ein nur oder typisch anthroposophisches Problem, aber man würde denken in seinem Idealismus, ja, die sind natürlich dagegen gefeit, die durchschauen das alles sofort. Es war nicht so. In der Ursprungszeiten, wir kommen langsam zum Ende, die Anthroposophie war sehr viel Wissen da, und nach Steiners Tod hat man unglaublich viel Fleiß darauf verwendet, seine Zyklen, seine Vorträge auszuarbeiten, aufzuschreiben, zu publizieren. Da gab es einen guten Verlag, der das alles gemacht hat. Man hat sehr viel gelesen und war sehr stark in diesem Wissensbereich. Also das Wort, der Doktor hat gesagt, war ein geflügeltes, vielgebrauchtes Wort. Es gab sogar biologisch-dynamische Bauernhöfen, wo die Hühner das auch sagten. Doktor hat gesagt! Doktor hat gesagt! Einige werden den Witz kennen. Und andererseits waren die Anthroposophen unglaublich fleißig. Also was diese doch relativ kleine Gruppe von Menschen zustande gebracht hat, an heilpädagogische Heime, an Waldorfschule, an medizinische Einrichtungen, Kliniken, Therapeutiken, Krankenhäuser, biologisch-dynamische Landwirtschaftsorganisationen in aller Art, ist unwahrscheinlich. Sehr viel Fleiß, was allerdings auch in der Zeit, dass ich in die Anthroposophie reinkam, sehr schwach entwickelt war, war das mittlere Gebiet, das Gefühlsgebiet. Nämlich, kann ich das auch erleben, was ich sage? Ist es nur nachgesprochen oder ist es auch erlebt? Ist die geistige Welt für mich etwas, was ich bei Rudolf Steiner nur lesen kann? Oder ist sie auch real da? Kann ich sie auch selber wahrnehmen? Es gab in den Anfängen nach Steiners Tod einen Mann, der sagte von sich, er sei selber hellsichtig. Das war der Valentin Tomberg. Den haben sie wirklich verdonnert und dann vor die Tür gesetzt und gesagt, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht hier unseren Steiner nicht Konkurrenz machen. Also das ging sehr weit. Man durfte eigentlich nicht selber hellsichtig sein, man durfte nur darüber lesen. Das hat sich sehr geändert. In der Zwischenzeit gibt es immer mehr Bewegungen in der Anthroposophie, die richtig dieses selber erleben, die Möglichkeit auch selber an die geistige Welt heranzutreten, durch die Meditation aktiv entwickelt wird. Also ich glaube, wir sind einen großen Schritt weiter. Und dadurch hat auch, was auch zu diesem mittleren Gebiet gehört, das Rechtsleben, was auch sehr schwach entwickelt war in anthroposophischen Kreisen, auch nur in der Zeit, dass ich da reinkam, fängt auch sich an mehr zu etablieren, dass man auch Rechte hat und Sachen auch Unrecht sind und so weiter. Also da sind wir, finde ich, auf einem viel besseren Weg langsam. Jetzt gibt es natürlich auch geistige Wesenheiten, die die Anthroposophie wie durchleuchten und impulsieren. Und Rudolf Steiner hat als einer der großen geistigen Wesenheiten, die diese Anthroposophie durchdringen, natürlich den Christus genannt, aber auch den Michael als besondere, als ein Erzengel, der besonders die Anthroposophie auch mit impulsiert hat als Zeitgeist. Deswegen kommt er auch in unserem Spruch zum Vorschein, und den spreche ich nochmal, und dann können wir vielleicht danach mal ins Gespräch kommen. Wir Menschen der Gegenwart brauchen das rechte Gehör für des Geistes Morgenruf, den Morgenruf des Michael. Geisterkenntnis will die Seele erschließen für dieses wahre Morgenruf hören. Dank euch für eure Aufmerksamkeit. Applaus